Unter dem Motto Weingenuss Krems luden am 31. Oktober 31 Top-Winzer aus ganz Niederösterreich zur Degustation in die Dominikanerkirche ein. Wir fragten bei den Winzern nach, was sie Gutes anbieten. Also wir verkaufen eigentlich hauptsächlich Grüner Veltliner und Riesling. Unsere Stärke ist auch Grüner Veltliner und Riesling, sage ich mal, weil eben die Lagen, der Boden, das Klima einfach für die zwei Weine am besten ist. Und eigentlich so die Renner sind eben, sage ich mal, Veltliner Lösterrassen, ist eher so ein leichterer Veltliner, sehr frisch, fruchtig, die kräftigere Sandgrube. Und unser Spitzenveltliner ist eigentlich der Grüne Veltliner Wachtberg, ist eine Urgesteinslage, haben wir Mitte November geerntet, wirklich ganz genau ausselektioniert. In vier Durchgängen ist dann in einem großen Holzfass, wie man es da sieht, eben ausgebaut worden und hat super Bewertungen gekriegt, das ist unser Spitzenveltliner. Und beim Riesling ist sicher der Favorit der Riesling Grillenpatz, ist auch eine Urgesteinslage in Stein, schon angrenzend Wachau. Da haben sie auch schon die Bodenbeschaffenheit, wie es dann in der Wachau ist. Unsere Hauptsorte ist wie praktisch überall in Niederösterreich der Grüne Veltliner mit Abstand. Deswegen haben wir also zwei Weine davon dabei und der Rote Veltliner, das eine absolute Spezialität der Wagram-Region ist. So eigenartig das klingt, Roter und Veltliner ist erstens kein Veltliner, weil er nicht verwandt ist mit dem Grünen Veltliner und auch kein Rotwein, sondern eine sehr alte, sehr bodenständige Sorte, die es in größerem Umfang eigentlich nur bei uns am Wagram gibt. Und dann haben wir noch dabei zwei Rotweine, weil wir auch etwas mehr im Rotweinbereich uns bewegen mit einem Pinot Noir und einem Zweigelt. Unsere zwei Top-Lagen sind der Riesling vom Kremser Martal, Rieder Martal, und der Veltliner vom Kremser Giebling. Das sind unsere zwei Top-Weine. Die Ortschaft heißt Dross. Das ist ein paar Kilometer von Krems entfernt. Das Besondere am Weinbaugebiet Kremstal ist eigentlich die Lage des Kleinklimas. Die Flusstäler, die dort, wo der Kremsfluss eben in die Donau hineinmündet, beziehungsweise das Hinterland des Waldviertels, lassen halt die Weißweine besonders fruchtig gedeihen. Das ist sicher das, was man auf alle Fälle erkosten auch dann kann. Unser Weingut ist ein Familienweingut, besteht schon aus dem 13. Jahrhundert. Ist immer in Folge der Name Huber drauf. Die Weine wachsen bei uns auf angefangen vom Lössboden, der um die Ortschaft ist, bis hinauf zum Wald auf Konglomerat. Das ist das Letzte. Da stehen die Rieslinge und auch die Bergqualitäten vom Veltliner und Riesling. Ich glaube, dass wir sehr wohl sehr warme, sehr heiße Böden haben. Wir haben auch durchwegs, meine ich, sehr gutes Sortenmaterial, sehr gut gewählt, sprich nicht diesen modernen Trend folgend, irgendwelche Cabernets, irgendwelche Syrahs auszupflanzen, wo man genau weiß, das hat der Urgroßvater schon 1918 probiert und hat nicht funktioniert. Warum sollten wir uns wieder auf dieses Risiko einlassen? Ich glaube, mit Zweigelt, mit Blaufränkisch, mit St. Laurent, mit Pinot haben wir absolut tolle Weine, die für das kühlere Klimat, und wir bekennen uns dem kühlen Klimat und wir sind stolz drauf, wo man hier sehr, sehr tolle Sorten eigentlich hat. Ich präsentiere drei verschiedene Veltliner. Weinviertel THC Ried Rosenberg Heinrich, das ist vom ältesten Weingarten Veltliner-Anlage, was wir haben. Noch haben wir Weinviertel THC Ried Rosenberg Josef, das ist eine Jungfernernte vom dreijährigen Weingarten. Und noch habe ich einen grünen Veltliner Rosenberg 2003, ein kräftiger, voller Veltliner. Und ca. ein Drittel der Weine kommen etwa durch als THC, was eingereicht werden. Und welches ist Ihr Topwein? Der Veltliner 2003 oder 2004, je nachdem, nach Geschmack. Welche Weine kommen eigentlich aus der Thermenregion? Ja, aus der Thermenregion kommen natürlich in erster Linie die autochthonen Sorten wie der Zierfandler und der Rotgipfler. Diese zwei Sorten, die gibt es im fruchtigen, leichteren Bereich, genauso wie in den kräftigen Varianten bis hin zu den Trockenbeeren auslesen. Sagen wir, der berühmteste Wein aus dem Haus ist ein Zierfandler aus der Riede Mandelhöhe. Und die Mandelhöhe, das ist eine der berühmtesten und besten Zierfandlerlagen überhaupt. Zierfandler und Rotgipfler sind sehr lagerfähige Weine, sie verkörpern sehr das Terroir. Sie haben auf der einen Seite extrem die Frucht und bringen auf der anderen Seite den Körper. Ja, es ist ein herrlicher Rahmen und
Ich meine, die Zeit ist schwierig für die Winzer, weil wir ja noch in der Ernte draußen sind. Also man muss sich das irgendwie alles zusammenschauen, dass man mit der Arbeit zurechtkommt. Aber es ist natürlich eine herrliche Jahreszeit auch. Ich versuche, dass jeder in seiner Klasse der Beste ist. Auch der 1 Liter und der Sekt und der St. Laurent und der kräftigste grüne Veltliner und der Heiligenstein. Jeder Wein soll in seiner Art absolut typisch sein, authentisch, unverwechselbar. Und da kann man dann gar nicht mehr sagen, das ist besser als das. Man kann sagen als Konsument, das schmeckt mir oder das schmeckt mir heute und das schmeckt mir in der Gelegenheit. Aber ich versuche das in dem Jahrgang für die Lage das Beste rauszuholen. Bei uns allgemein Hauptsort ist natürlich der grüne Veltliner fürs Kremstal Spezial und Riesling, wo wir auch mit dem 2003er dann den besten Riesling Österreichs gemacht haben, bei einer Verkostung von der Vinaria. Und so kleine Nebensorten wie gelber Muscatella, Chardonnay, Rotwein, ein bisschen blauer Zweigelt, Cabernet Sauvignon. Wir haben einen Topwein bei den Veltlinern, das ist der grüne Veltliner Kremser Gebling. Und bei den Rieslingen ist es der Stratzinger Sunnagel. Das sind immer die zwei besten Weine des Jahrganges. Das sind natürlich dann auch die kräftigsten Weine, die Weine, die am spätesten gelesen worden sind, die die meisten Bouquetstoffe haben, die natürlich dann die meisten Extraktwerte haben und somit dann bei den Verkostungen dann immer die besten Punkte abschneiden. Ja, wir haben da Antipasti verschiedene und Käse und typisch österreichische Fleischlaverl und ein Erdäpfelsalat dazu, damit die Leute beim Kosten eben genug Unterlag haben und das genießen können. Wir haben die Speisen ein bisschen dezenter gewürzt und den Erdäpfelsalat zum Beispiel ohne Zwiebel gemacht, damit eben der Gaumen neutral bleibt und die Leute nicht irritiert sind beim Weinverkosten. Ja, es wird von den Leuten sehr gut angenommen, genauso wie die tolle Weinverkosten natürlich, wird auch das Essen sehr gut angenommen und ich glaube, sie sind alle recht zufrieden. 30 Top-Winzer hier in Krems in der Dominikanerkirche, ein kleines Statement. Weingenuss Krems ist ein Symbol dafür, was wir mit der Stadt vorhaben. Top zu sein, die besten Leute herzuholen, ob das im Bildungsbereich ist, ob das im Kunstgenussbereich ist. Mit dem Wein hier zeigen wir, dass wir die Offenheit der Stadt, das Zusammenführen, das Miteinander in den Vordergrund stellen. Und ich bin überzeugt, mit dieser Top-Weinveranstaltung Niederösterreichs setzen wir einmal mehr ein Signal. Die Stadt hat mehr vor, als nur kleinräumig zu denken. Wir sind für alle da. Wir haben tolle Räumlichkeiten anzubieten und wir haben tolle Weine selbst und wir sind aber stolz, wenn wir diese tollen Weine der eigenen Region auch im Vergleich mit den anderen aus Niederösterreich genießen können. Haben Sie eine persönliche Lieblingsweinsorte? Ja, meine persönliche Lieblingsweinsorte ist im Stadtweingut der Stadt Krems der grüne Veltliner vom Waffenberg und der Riesling Grillenbad ist für besondere Anlässe der besondere Wein. Wir haben uns bemüht, 30 der wirklich besten Winzer Niederösterreichs hier zu versammeln. Wichtig ist uns, wichtig ist mir, dass alle Weinregionen Niederösterreichs hier vertreten sind mit ihren Spitzenweinen und einigen ihrer Spitzenwinzer. Ich glaube, das ist gelungen, das Ambiente ist sehr schön, das Engagement der Winzer ist sehr groß und ja, ich bin guter Dinge, dass wir morgen am Abend sehr zufrieden sein werden. Und welches ist zum Schluss noch die Frage, Ihre persönliche Lieblingssorte? Naja, ich bin da leider ein Neigungstäter und trinke viele Weine sehr gerne, ob rot, ob weiß, ob süß. Ich bin bei den österreichischen Weißen bei klassisch Veltliner und Riesling und liebe auch sehr die Sauvignon Blancs und freue mich sehr, dass es diese tollen österreichischen Sauvignons nicht nur in der Südsteiermark gibt, sondern mittlerweile auch in Niederösterreich sehr, sehr schöne Weine am Markt sind. Wir sind im schönsten und wahrsten Sinne des Wortes Weltspitze. Und das ist auch das Schöne an dieser Messe, dass wir uns wirklich in geballter Kraft präsentieren können, denn das ist auch die Garantie dafür, dass wir auch international Profil zeigen können. Da geht es nicht um die Menge, sondern da geht es tatsächlich um die Qualität und das ist hier konzentriert in der Dominikanerkirche, sowohl traditionelle Kultur, zeitgenössische Kultur und Weinkultur. Es gibt eigentlich nichts Kräftigeres als diesen Ort. Und welches ist Ihre persönliche Weinsorte, Lieblingsweinsorte? Wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, der grüne Veltliner ist eine Nasenlänge vorm Riesling. Aber das ist auch sehr stark vom Lokalkolorit gefärbt, weil ich aus einer Region komme,
wo der grüne Veltliner einfach die Dominanz bedeutet, aber die Riesling in der Wachau, die kommen hautnah hinten nach.